So, jetzt spielen wir hier. Hä? Wieso bin ich denn Kandidat auch? Das heißt, das muss ja irgendjemand moderieren. Und da habe ich mir keinen geringeren eingeladen als einen der Sechser meines Lieblingsvereins. Hier ist Christoph Kramer. Wow. Habt ihr damals eigentlich gemeinsam. So, meine Damen und Herren. Habt ihr damals gemeinsam bei Leverkusen eigentlich gespielt? Also nicht in einer Mannschaft, aber. Ja? Ja. Wir sind uns öfter über den Weg gelaufen. Ach, krass. Und wir haben sogar tatsächlich auf dem gleichen Platz trainiert, als ich noch Amateurspieler war. Da haben wir uns einen Platz geteilt. Okay. Ja, enge Verbindung. Ist es okay für dich eigentlich, wenn du jetzt am Ende einfach nur so reinkommst? Du bist ja gerade gewohnt bei Gladbach, ne? Ja. Den konnte ich mir nicht vergleichen. Das ist gar kein Problem, ich komme auch über die Edeljoker-Rolle. Also, wollte gerade sagen, ich bin es gewöhnt. Ja, es tut mir leid, den muss ich einmal bringen. Liebe Turid, lieber Tommy, Christoph, verehrtes Publikum, wir spielen heute Politikicker. Hört sich jetzt erstmal schwerer an, ist aber ganz einfach. Ich nenne euch ein Zitat von einer berühmten Persönlichkeit, entweder aus der Politik oder eines Fußballer oder einer Fußballerin. Ah. Und dann würde ich sagen, starten wir, oder? Wow, okay, alles klar. Seid ihr bereit? Ja. Dann haben wir die Eins. Man kann es so oder so machen. Ich bin für so. Paul Breitner oder Gerhard Schröder? Man kann es so oder so machen. Ich bin für so. Das könnte schon passen, ne? Ich bin, aber also dieses, als Politiker weiß ich nicht. Ja, aber das ist schon das hört sich sehr nach Fußball an. Ja, aber es könnte schon aber Gerhard Schröder, ne? Es könnte diese Schröder, oder? Diese Schröder-Mentalität. Bitte log ein. Wir machen da was. So, weißt du? Ich mach so. Ich glaube. Ja, ich sag dann Paul Breitner. Ich sag Schröder. Es ist tatsächlich Gerhard Schröder zur neuen Steuerreform 2003. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Der Gerd. Der Gerd. Christoph. Ich hätte nie gedacht, dass es Menschen gibt, die von mir Autogramme wollen. Ja. War es Kevin Kühnert oder Steffi Jones? Oh, schwer. Ja, beide sind wahrscheinlich überrascht gewesen davon. Deswegen, ich glaube, Ich glaube, es ist. Ihr spielt übrigens nicht zusammen. Ah, ja, stimmt. Ja, aber ich möchte abwarten, erstmal, was er sagt. Okay, ich sag Kevin Kühnert. Aber zweimal SPD-Politiker hintereinander. Ja, ich sag Steffi Jones. Steffi Jones, anlässlich der Frauenfußball-WM 2011. Wow. 1-1. Sehr gut. Alles ist möglich, selbst dämliche Fragen wie Ihre. Joschka Fischer oder Per Mertesacker? Boah. Ja, also Per Mertesacker würde ich auch zu. Ja, eben. Ich glaube, was Joschka Fischer war es, ne? Ja, glaube ich. Dann nehmen wir den. Ja. Nee, ich sag Mertesacker. Ich denke nämlich, Mertesacker ist vielleicht auch eine Falle, weil man es denkt. Naja, wegen der Eis. Ah, sehr gut. Es ist tatsächlich Joschka Fischer. Ah, du hast recht. Antwort auf die Frage, ist es auch möglich, dass sie aufgeben? 1998. Scheiße. Ich bin zu kompetitiv. Ich will das auch immer gewinnen. Das ist wahnsinnig. Ich habe ja gerade gesagt, man lernt beim Fußball auch zu verlieren. Ja. Ich bin Gladbach-Fan. Also. No offense. Ja, doch ein bisschen. Reich werde ich auch in den nächsten 5 Jahren nicht. Gregor Gysi oder Birgit Prinz? Du bitte zuerst. Wenn du magst. Ja, aber äußere ruhig dann. Okay. Gregor Gysi würde das nicht sagen, weil er das anmaßend finden würde, dem einfachen Leuten gegenüber zu sagen, er sei nicht reich. Das wäre meine Herleitung. Weil er ist natürlich wohlhabend als Politiker und Rechtsanwalt. Und das weiß er auch. Und immer auf den kleinen Mann schielend wird er das nicht sagen. Deswegen sage ich Birgit Prinz. Ja, ich gucke nur wie eine Falle. Ja, ich schließe mich dem an. Ich sage auch Birgit Prinz. Korrekt. Ja. Birgit Prinz. Über. Raus für mich und dich. Und beide, ja.
Jetzt kommt eine typische Fallenfrage, da kommt ihr nie drauf. Aber hast du mal eine Floskel rausgehauen, wo du dachtest... Oh, ich habe viele. Was, viele, hast du noch, oder... Ja, ich habe mal ein Interview auf Englisch gegeben, da habe ich gesagt, sometimes in football it is so und sowas. It is so and so. Ja, aber ich sag dir, nach 90 Minuten auf Englisch, ne, das ist nicht so einfach. Wie Weidenfeller, ne? Wie, ja, we have a great Saison gespielt. Grandiose Saison gespielt. Grandiose Saison gespielt. Grandiose Saison gespielt. Yeah. Ja, aber it's das really, auch, sagt er, it's really. It's really. It's really. It's really. Ja. Geht aber schnell, ich sag dir, nach 90 Minuten, das ist nicht immer so einfach. Hey. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Eine letzte machen wir noch. Aber ich führe, oder? Selbstverständlich. So, jetzt sehen wir das Wahre. Du hast das Verlieren gelernt. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Vergangenheit vorbei ist. War das George W. Bush oder Bastian Schweinsteiger? Nochmal bitte. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Vergangenheit vorbei ist. Ich finde auch von Paul Breit einmal noch gut, vor so einem Elfmeterschießen, alle anden die Hosen voll, nur bei mir lief es ganz flüssig. Ja. Also sehr gut. Also, Schweini? Nee, glaube ich nicht. Ich sag Bush. Bush war der... W? W. Okay. Wollte nur angeben. Du musst jetzt sowieso Risiko gehen. Ja, dann sag ich Schweini, klar. Ja, danke, stimmt. George W. Bush im Jahr 2000. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Haushoher Sieg. Haushoher Sieg. Wahnsinn. Wahnsinn. Haushoher Sieg hier von Tore Knag. Wahnsinn. VfW Wolfsburg holt einen Dreier in Köln. So kann man sagen. Von den beiden Ex-Leverkusern werde ich hier vorgeführt. Eine Frechheit. Das war's von uns. Vielen Dank an Tore Knag, an Christoph Kramer. Vielen Dank. Habt einen schönen Abend. Erkältet euch nicht. Schaltet nächste Woche wieder ein. Bussi, macht's gut und liebe Grüße an alle. Ciao. Na, ihr Freaks im Internet. Auch hier. Jetzt bloß nicht falsch im Internet abbiegen. Bleibt noch ein bisschen hier auf dem Kanal. Und greift euch ein, zwei Lacher für unterwegs ab. Da oder da oder da. Oder schaut in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es noch viel mehr von Studio Schmidt. Liebe Grüße.